Und damit herzlich willkommen, Freunde, zurück zu einer weiteren Folge The Peering Quest und die wahrscheinlich letzte Folge, denn Level 5 des Skyscrapers ist anscheinend bisher das letzte. Und ich würde sagen, wir ziehen es uns einfach mal rein. Wir haben wieder eine Katze überfreien können, eine Tassensammlung müssen wir sozusagen sammeln. Ach du Scheiße. Was? Legalized Catnip? Okay. Eine Katzendroge. Ich muss hier oben raufjumpen, sonst komme ich da nicht rüber. Oh wow, war das knapp. Oder komme ich doch hier rüber? Ich komme doch hier so nur rüber. Okay. Das habe ich mir dummerweise so ein bisschen gedacht. Dass man hier extrem viel, ups, hüppen muss. Komm ich hier hoch irgendwie? Ja. Das gesamte Bürogebäude leer. Ne? Leer, alles leer. Ein bisschen Spiegelung sieht man von hinter einem. Überall Gebäude. Ach, da oben geht's hoch. Alter. Na, Siggi! Okay, da oben ist ein Safe Point. Sieht schon mal ganz okay aus. Relativ einfach bis hierher. Ich glaube, ja, hier ist ein optionaler Weg nur. Ich weiß nicht, ob ich... Schaffe ich das? Müsste man ja eigentlich, aber okay, schafft man. Ich habe so gerade ein bisschen bezweifelt, ehrlich gesagt. Oh, da hinten ist Scheinwerferlicht. Nice. Adopt a Cat. Ich muss hier rein, ne? Ah ja. Kopiermaschine. Ein Snackautomat. Da muss ich hoch übrigens. Ernsthaft hier runter? Okay. Gefährlich ist das. Holy shit. Mieze. Ups. Komm her hier, Alter. Schweigsam. Okay, sagt wirklich gar nichts. Ah doch, hier. Muss man die Leertaste triggern. Hm, okay. Die ist wieder diese Pessimistenkatze gewesen. Also diese nee, ach du Scheiße, negativ ist. Ich weiß nicht, wo ich hier raufjumpen muss. Auf den Fahrstuhl oder wie? Oder mitten da rein? Ich glaube auf den Fahrstuhl drauf. Ja. Und ich muss darüber. Ach du Scheiße, ja. Man hat jetzt die Möglichkeit, die Dinger mitzunehmen oder man jumpt einfach rüber. Ich denke, ich werde es ganz einfach so machen. Ich werde einfach rüberjumpen. I don't care. Da haben wir übrigens die Tassendinger. Okay, muss ich gar nicht lang. Alles klar. Das war nur optional gewesen. So, müssen wir jetzt wieder auf dem kleinen, auf dem schnellen Aufzug nach oben, auf dem hier. Richtig? Und ich denke, oben wird es dann einfach weitergehen. Hoffe ich mal. Ja. Nächster Safe Point. Nice. Erstmal safen, das Wichtigste. Scheiß auf die Geräte, die kann man sich später nochmal holen. Jetzt geht's wieder in ein Bürogebäude rein. Ah, man kann die Stuhl schieben. Ist ja ein Rollstuhl. Ein Stuhl, den man rollen kann. Da habe ich den Kaffee verschüttet. Tut mir total leid. Kann man nicht runterwerfen? Schade. Mietz, Mietz. Ah. Ah. Ist die süß. Nala. Eine weibliche Katze. Hallo. Oh mein Gott, du hast mich aufgeweckt. Wer bist du? Ich bin Nala. Und hier bin ich die süßeste Katze im gesamten Büro. Schau auf diese Collar, ist glaube ich Collier. Kann sein, dass sie die komische Münze, die sie da um den Hals trägt. Ist sie nicht hübsch? Okay, wir fragen gerade noch unserem Herrchen. Und er scheint ein bisschen verwirrt gewesen zu sein. Hast du meinen Online-Shop besucht? Da sind viele Angebote oder Verkäufe, ne? Ist schon.
Und oh, ist die süß. Mehr Thunfisch, please. Oh, ist die niedlich. Wow. The Paw Project. Oh, ist das niedlich. Warum zum Geier gibt es hier Kameras? Na komm. Hm, da komme ich noch nicht drauf. Aber das fand ich bisher das Beste, ehrlich gesagt, dieses Level. Hier gibt es nämlich keine nervenden Hunde. Mieze, wo bist du? Snickers! Okay. Snickers wurde gefangen genommen. Kann man eine Katze nur Snickers nennen, aber gut. Ich glaube, ich muss den Stuhl mitschieben, ne? Erstmal checken. Oh Gott, oh Gott. Okay, bis dahin geht's nur. Ich glaube, ich muss hier unter dem. Hä? Kann ich mich da drunter verstecken? Nee. Okay. Schauen wir mal. Doch, kann ich, glaube ich, so, oder? Wenn ich einfach mal hier drunter stehen bleibe? So hier? Nee. Okay, hier hinten wieder. Das ist interessant. Schon wieder Kaffee umgeworfen. Nochmal. Warte, wir werfen noch einen Kaffee um. Witzig. Nee, komme ich nicht mehr hin. Ja. Dafür sind Kameras da, die finde ich auch wesentlich besser als interessant, weiß ich aber nicht, wie ich dahinter kommen soll. Hm. Egal, werden wir gleich sehen. Geht auf jeden Fall durch den Stuhl durch. Check ich nicht. Habe ich irgendwas verpasst oder so? Kann ich vielleicht hinten irgendwie runter? Nee. Vielleicht hat es was mit dem Stuhl zu tun. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Nee, wa? Das ist das Einzige. Hm. Dann werden wir schon mal ein bisschen rollen. Vielleicht muss... Oh, gute Frage, ne? Keine Ahnung. Ich werde einfach mal hinschieben. Vielleicht nimmt die Kamera das Ding ja mit und nicht mich. Keine Ahnung. Nee. Kann ich aber auch nicht. Ich kann nicht mal rüberjumpen. Okay. Ich komme ja überhaupt nicht lang. Ups. Jetzt habe ich es aber sowieso verkackt. Hä? Ich muss hier definitiv lang. Schmeiß mit Absicht die Kaffee. Hier unter mir ist auch noch was. Die Kaffees runter. Oh Gott. Hier habe ich eine Pflanze zum Verstecken, ne? Kann ich mich hinter dem Stuhl verstecken? Hm.
Er blinkt ja aber nicht, ne? Kann ich irgendwie was kaputt machen? Sieht nicht so aus. Nee, kann ich auch nicht. Green Cat Art. Ich meine, wie soll das gehen? Du hast keine Chance, dich zu verstecken? Keine Ahnung. Kein Plan. Ehrlich. Das ist darunter, was du gesehen. Das glaube ich so. Irgendwas fehlt dir, glaube ich, noch. Warte, die. Ah, egal. Unter mir ist halt immer noch was. Ich glaube, das ist einfach nur so. Als Deko. Ach, hat den Mund, Alter. Scheiß Laser. Scheiß Infrarot. Kamera, so wollte ich sagen. Geh mal hier rüber. Ist ja ein bisschen schneller dann. Ich meine, hier kann man. Man kann sich lediglich verstecken, ne? Mehr gibt es da nicht als Möglichkeit. Hier kann man sich drunter vielleicht verstecken. Weil hier kann man nicht jumpen, ne? Aber es ist halt nicht so ein Stuhl, den ich habe. Hier ist auch nichts mehr. Tja, gute Frage. Zweite Strichstück bringt mir da hinten ja nichts. Ich komme überall ran. Muss mich halt nur irgendwo verstecken können. Was ist das Schwachsinn? What the fuck? Durchleuchtet die gesamte. Naja, bringt es ja auch nicht. Man hätte es ja probieren können. Okay, ich stürze mich mal ganz kurz in den Tod. Hoffe ich das ungern tue, aber muss halt. Oh, das war gemein. Das war ziemlich gemein. Dass wir das jetzt noch gesehen haben. Also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Dann werde ich mal. Das Diskussionsforum zu Rate ziehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alles getestet. Ich will den Final Boss gar nicht sehen. Suggestions, Live Scratching Post. Okay, dann müssen wir halt googeln. The Peering Quest 5. Stage 5. Ist noch keiner so weit oder was? Da wollte mich verarschen. Auch auf die Gefahr, mich mega spoilern zu müssen. Okay, ist es leider nicht. Schade, also ich keine Ahnung. Hier geht's ja auch nicht lang. Ich weiß nicht, wenn. Und was wird dort gesucht? Und was Rotes. Ein roter Punkt. Man, hier kann ich mich in ein Ding verstecken, weil sonst würde man ja auch nicht vorbeikommen. Mit dem anderen kannst du es nicht. Ich verstehe das nicht. Und darum bringt es mir auch nicht mehr.
Also ich hätte ja vielleicht den Verdacht, dass man über die Kamera rüberspringen müsste, aber so einen hohen Jump hast du gar nicht. Guckst ja, wie weit oben die ist. Was, dass man so vielleicht rüberjumpen könnte hier so? Und dann piu, aber so weit kannst du gar nicht springen. Also hoch. Das kann nicht möglich. Okay. Also, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Eine unmögliche Stelle finde ich auch mal ganz toll. Kann ich den scheiß Topf mitnehmen, Alter? Na, warte mal, vielleicht. Naja. Vielleicht können wir irgendwas schieben. Irgendwas mitnehmen? Ne, wäre sie nicht, auch nicht. Na gut, dann nicht. Versteht es halt nicht. Wie soll das gehen? Du musst irgendwas zum drunter verstecken nehmen, aber du kannst nichts nehmen. Das Ding funktioniert nicht. Kannst du kaputt machen irgendwie? Ne, von der Rancher kriegst du einfach nicht hin. Geht nicht. Mieze, hier drauf vielleicht? Keine Ahnung. Hier ist Ende. Ich mache kurz eine Pause und schaue mir den Walkthrough an oder so. Keine Ahnung, bis gleich. Tja, hab noch einen Walkthrough gesucht. Kein einziger hat es durchgespielt bisher. Kein einziger hat irgendwie eine Lösung gefunden bisher. Und was muss es doch geben, ey? Du musst dich irgendwo verstecken, das ist ganz klar. Anders kommst du da nicht vorbei. Du kannst dich da nicht verstecken. Tja. Ein geheimes Level oder so habe ich bisher auch nicht gesehen. Wenn man das Ding mitnehmen könnte, diesen Scheißstuhl, kann man dann nicht mal drunter jumpen kannst unter dem Ding. Das wäre wirklich optimal, aber nein, geht ja nicht. Die scheiß Katze sagt mir auch nichts. Und darüber kann man auch nicht auch nichts machen irgendwie. Kann man nicht rüberjumpen, kann man nichts machen dort. Einzige, dass du kannst vorbeilaufen, geil. Mit dem Stuhl, den hast du auch noch und das war's. Ich glaube, das kann man auch nicht. Man kann da nicht rüberhüpfen über das Scheißding. Geht nicht. Ich glaube, das gehen soll. Dann versuche ich es, dann höre ich auf damit. Habe ich keinen Bock mehr. Dann habe ich keinen Bock mehr. Lang genug danach gesucht. Hä? Ja, okay, geil. Okay, alles klar. Das Level ist nicht auch so schwer, nicht allzu schwer, das nochmal zu wiederholen, aber ehrlich gesagt habe ich da keinen Bock drauf. Nur weil das Spiel buggy ist oder nicht funktioniert, scheiße ist, wie auch immer, normales neu zu machen jetzt bei Level 5. Vielleicht muss ich ihn da links lang schieben. Okay, da hört's auf.
Alter! Was soll ich da machen, ne? Es gibt doch keinen toten Winkel. Darüber zu jumpen kannst du vergessen, das geht nicht. Aber wenn du noch ein bisschen weiter hinter. Na, wieder ein bisschen weiter nach vorne. Funktioniert nicht, keine Ahnung. Geht nicht. Hier, der hat nur einfach mal ein bisschen Anlauf nehmen und dann rüber jumpen, während das Ding in der Mitte ist, und ein bisschen weiter vor. So. Aber so hoch kannst du gar nicht jumpen, das geht gar nicht. Einfach so mag ich noch. Ich habe da gerade was gesehen, was mir vielleicht helfen könnte. Na, ist es hier zumindest nicht. Na gut, die sind hier ab hier, ne? Diese Lüftungsschächte. Okay, ich glaube, die kann man gar nicht betreten. Hm. Dass man vielleicht links in den Lüftungsschacht hier lang, links reingeht und da drüben wieder rauskommt. Und vielleicht mal gar keinen Anschwung nehmen, einfach nur so. Ich glaube, es ist zu niedrig. Vorne, ich komme nicht weiter. Ich, keine Ahnung, also geht nicht. Kann, schaffst du nicht. Kommst du nicht weiter. Ich verstehe es nicht. Kommst bei der 5 dann nicht weiter. Irgendwas fehlt. Tja. Tja, soll ich da machen, ne? Keine Ahnung. Funktioniert nicht. falls ich irgendwelche Tipps von euch bekommen sollte, wie das vielleicht zu lösen ist, dann kann ich es gerne nochmal probieren. Aber ansonsten kann ich leider das Spiel nicht zu Ende spielen, aus dem Grund, dass es nicht funktioniert. Ich kann mir das wieder gerne nochmal anschauen. Vielleicht sehe ich ja dann was, aber ich bezweifle. Oh, guck mal, die spielt Klavier. Ist ein bisschen nur negativ gegenüber der Titelmusik. Passt nicht so ganz. Oh, wie süß. Auf jeden Fall ein sehr niedliches Spiel, sollte ich nicht mehr weiterspielen. Müssen wir uns jetzt leider voneinander verabschieden. Ich fand, das ist ein wirklich sehr, sehr schönes, niedliches Spiel. Ich kenne zumindest kein Only-Katzen-Spiel bisher. Aber war schön. Also, Low-Quality brauchte ich halt, womit ich mehr FPS habe, weil es ist sonst wirklich unglaublich nicht möglich gewesen, wirklich zu spielen mit der Steuerung. Und generell finde ich die Steuerung ein bisschen kantig und ja, aber gut, das ist ein kleines Spiel. Auch wenn es 12 Euro auf Steam kostet. Ich kann schon ein bisschen was vielleicht erwarten. Tja, damit war es das erstmal gewesen. Wie gesagt, solltet ihr irgendwelche Vorschläge haben, werde ich die natürlich gerne testen. Vielleicht geht es auch gar nicht lang, dass ich aber bezweifle. Ansonsten, wer Pure & Crash spielen möchte, habt in der Videobeschreibung die ganze Zeit den Steam-Link zum Kaufen drin gehabt. Da hätte man, oder da kann man draufklicken und sich da einfach mal anschauen. Wer das selber spielen möchte. Tja, von meiner Seite aus war es das mal gewesen. Vorläufig das Let's Play beendet. Und ja, bis zum nächsten Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr mögt Katzen genauso wie ich. Mega niedliche Katzen, auch wenn die komisch atmen, alle so synchron, so, ne, aufblähen und wieder zu. Aber gut, oh, guck mal, hier ist die kleine Nala. Nala? Ich glaube Nala. Mega süß. Okay, Freunde, das war's, bis zum nächsten Mal, irgendwann. Ciao, Leute.